Muss ich mich jetzt entscheiden, oder was? Ja, normal. Ja, es gibt so Situationen im Leben einer Live-Moderatorin, die komisch sind. Beides muss manchmal sein. In den Hintern treten gehört auch dazu. Warum lachst du jetzt so doof darüber, hä? Ganz ehrlich? Hey, Entschuldigung, das ist Entertainment hier. Mensch, aber die falsche Antwort, Uli. Boah, heieieiei. Ey. Ja. Die Frage kann ich nicht beantworten. Allein diese Frage zu stellen ist schon ein Skandal. Lila oder weiß? Was? Lila oder weiß? Das war schon die erste Frage. Das war, ich sag ja, wir starten. Naja, das heißt rein. Ja auch lila oder weiß, ne? Deswegen. Lila oder weiß? Weiß. Lila oder weiß? Lila. Lila oder weiß? Weiß. Lila oder weiß? Lila. 1-0 oder 5-4? 5-4. Du bist der Mann für Spektakel. Marki oder Heidi? Heidi. Marki habe ich aber auch noch nie gehört, glaube ich. Sexual Healing oder Let's Talk About Sex? Sexual Healing. Sexual Healing. Sese oder Sese? Sese. Wenn es denn zum Auswärtsspiel geht und ihr auf die Straße geht, lieber im Bus mit dem Team oder lieber im Bulli mit Mario? Beides sehr interessant. Mit Mario natürlich interessanter, aber ich bin sehr gerne beim Team, also da lieber Bus. Worauf kannst du, ja? Auch wenn es vielleicht Mario war, es auch sehr, sehr schön. Haben wir auch mal gemacht. Na, das wissen wir doch. Bremer Brücke oder Berliner Olympiastadion? Bremer Brücke. Alvarez oder Farona Pulido? Oh, der ist auch fies. Der ist auch fies. Der ist richtig fies. Habe ich einen Joker? Kann ich aussteigen aus einer Frage? Ey, das ist wirklich fies. Verdammt, die haben wir nicht mit eingebaut. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, du wirst einen der beiden jetzt enttäuschen müssen. Ja, eben. Das ist doch scheiße. Und völlig unnötig. Wir auch, aber dafür gibt es ja dieses Format, dass unangenehme Entscheidungen getroffen werden müssen. Also von Farona Pulido habe ich die Bierdusche bekommen und von Marcos Alvarez den Erdbeersmoothie und die anschließende Gesangseinlage in der Kabine. Das war schon noch mal ein bisschen emotionaler. Also Marcos Alvarez. Einschlafen mit TikTok oder einschlafen mit Musik? Es hat uns so ein Vögelchen gezwitschert, dass du immer irgendwie... Was ist denn da los? Das war jetzt letztes Spiel, wie ich eingeschlafen habe auf TikTok. Ich weiß auch ganz genau, von wem die Frage kommt. Ja, von wem denn? Von Chance. Da ist was dran, ja. Rudi, come on, man kann nicht mit TikTok ernsthaft einschlafen. Also ich meine, man kann mit Musik doch ernsthaft einschlafen, aber ja, nicht mit aber TikTok. Nicht ernsthaft. Ich lag am Handy und bin einfach eingeschlafen, weil ich so müde war. Ja. Deswegen sage ich, mit TikTok einschlafen. Aber am besten mit Musik einschlafen. Deswegen. Gut, aber du sagst einschlafen mit TikTok? Ja. Okay. Manu oder Hasi? Ich finde es immer ganz lustig, weil der Trainer jetzt gesagt hat, Manu. Aber so nennt mich eigentlich keiner. Darum Hasi. Hasi, okay. Hasi oder Larry? Hasi. Die Frage ist eine Frechheit. Warum ich weiß schon, von wem die kommen ist. Ja, von wem denn? Vom Offi, von einem Freund aus Salzburg. Der Marsch. Alles richtig. Wir kommen dann noch zurück. Oktoberfest oder Cannstatter Wasen? Oktoberfest. Wenn schon, ne? Nicht so halbe Sachen. Mit dem Sheriff oder mit dem langen Pfeifer? Ja, gutes Thema. Wenn der Pfeifer dann nicht irgendwann immer abkackt, erst große Klappe hat, dann hat er sehr viel Potenzial, aber ja, er hat nicht so eine lange Zündschnur. Aber schwierig, schwierig. Beide schon zusammen unterwegs gewesen dort. Bei Uli muss ich sagen, so ein bisschen, was mich ein bisschen traurig macht, das war immer mit Auge, wenn er da mal mitgegangen ist und mitgetrunken. Bisschen mit Auge, deswegen gehe ich dann doch tendenziell zum langen Pfeifer. Weil der hat im Zweifel kein Limit im Tank. Nee, absolut nicht. Fieser Hering oder ganz fieser Hering? Oh, ein ganz fieser Hering. Ein ganz fieser Hering zum Teil, ja.
kennen wir doch von dir eigentlich gar nicht. Aber ja. Ja, sagen wir mal, zwischen, man muss unterscheiden zwischen Fußballplatz und abseits und, davon? Ja, das ist manchmal. Ist manchmal so. Kann der Köhler schon mal ein ganz fieser Hering sein. Kakerlake oder Salamander? Ich weiß genau, von wem die Frage kommt. Ja, das kann nur unsere Nummer 23 sein, bin ich mir ziemlich sicher. In dem Fall nehme ich Salamander. Was steckt dahinter? Den kleinen Insider kannst du kurz erklären, bitte. Ja, wir beleidigen uns manchmal so ein bisschen aus Spaß. Und dann suchen wir möglichst verrückte Begriffe und Kakerlake und Salamander kam da halt mal zum Vorschein. Und ich finde, Salamander hört sich irgendwie, ist cool auf jeden Fall. Die armen Salamander, die hier an dieser Stelle beleidigt werden. Ja. Trikotgröße M oder L? M. Das kenne ich von den Fotoshootings, dass auch alles richtig sitzt. Kommt drauf an, wie man trainiert hat dafür. Wir wissen ja, wie du trainierst, also von daher geht das in einem, glaube ich, absolut immer in Ordnung. Tobias Nickendich oder Björn Lindemann? Die gab's nicht mehr zusammen. Du musst dich für einen entscheiden. Dann in der Disco, oder? Natürlich, weil die hat man ja vor allem in der Disco getroffen, oder wie war das? Dann nehme ich Linde, der war noch öfter da. Zeugwart oder Physio? Physio. Warum nicht Zeugwart? Wir denken immer, Mario hat doch den entspanntesten Job. Ja, das glaube ich nicht. Also wenn ich manchmal sehe, wie viel Mario arbeitet, da muss man schon den Hut vorziehen, ne? Nein, das stimmt auch. Also da wollen wir Mario Genüge tun auf jeden Fall, der dann gerade nach den Auswärtsspielen dann nachts noch die Waschmaschine anschmeißt und bis in die Morgenstunden noch an der Eldershöhe steht. Also von daher, Grüße Mario und wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, was du hier machst. Mit Steffen Baumgart durch die Malls ziehen oder mit Daniel die Everglades erkunden? Da fragen wir mal nach, jetzt hier zum vergangenen Florida-Urlaub mit den beiden Kollegen. Und ich habe gehört, dass du tatsächlich gerne mit Kollege Baumgart die US-amerikanischen Shopping-Möglichkeiten ausgecheckt hast. Danke, Kollegen, ja, danke. Tatsächlich waren wir ein paar Mal. Ich nehme das Einkaufen mit Baumgart, weil also mit Everglades, das macht man nicht mehr als einmal. Also nicht ich mindestens, von daher. Warum? War zu viel Natur oder war zu heiß oder was war an dem Tag? Also ein dreckiges Wasser, wo man die Krokodile darunter schwimmen nicht sieht, ist wahrscheinlich nicht meins. Bewohnerparkausweis oder Strafzettel? Strafzettel. Ist schon öfter passiert, oder? Leider, schon ganz oft. Was ist denn da los? Dann hol dir doch mal so einen Ausweis. Ich hab so einen Ausweis, aber... Aber? Den legst du nicht raus, oder was? Doch, aber anscheinend nur... Nicht immer... Anscheinend ist er nicht immer gültig. Junior mit Schlüssel nach Hause schicken oder Junior ohne Schlüssel nach Hause schicken? Junior ohne Schlüssel nach Hause schicken. Erklär kurz, was dahinter steckt. Das ist ja ein kleiner Insider. Ja. Eines Tages haben wir Junior einen Schlüssel gegeben und er ist nach Hause gefahren und er ist dann eingeschlafen und wir mussten uns dann einen anderen Schlüssel besorgen, damit wir dann in die Wohnung quasi reinkommen. Sehr gut. Ihr seid gut unterwegs, ich merke das schon. Magenta Sport oder Sky? Sky. Annette Sattler oder Nele Schenker? Annette. Na, wer macht eigentlich länger, Heidi oder Tom Brady? wahrscheinlich Heidi. Laster oder lästern? Laster und davon viele. Nämlich? Wir standen eben, ach, so ganz genau wollen wir gar nicht reingehen, ne? Da wollen wir dich nicht aufs Glatteis führen. Auf dem Trainingsplatz diskutieren oder alles akzeptieren? Oh, kommt die Frage vom Trainer? Weiß ich nicht. Sag mal bitte. Ich weiß das nicht. Ja, das ist mein Joker, den möchte ich wissen, von wem die Frage kommt. Die wurde uns im Internet durchgegeben. Okay, ich bin leider einer, der sehr, sehr gerne diskutiert. Auch wenn das manchmal nicht so gut ankommt und mir manchmal auch selber leid tut. Aber ich habe dann immer das Gefühl, das geht nicht mit rechten Dingen. Und ich bin einfach ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und wenn der Ball im Aus war, dann hätte ich den auch gerne im Aus. Und manchmal wird einfach weiterspielen gelassen. Mit der Begründung, ja, im Spiel
pfeift der Schiri ja auch nicht immer das, was du gerne hättest, aber boah, scheiße, ich bin einfach ein Diskutierer und es tut mir leid an dieser Stelle. Kalte Fanta oder kalte Sprite? Boah, kalte Sprite. Kalte Sprite. Das knallt hier hinten rein. Plus Gehirnfrost, ne? Oh ja. Ja, oh ja, oh ja, oh ja, okay. Pünktlich oder zu spät? Pünktlich. Ja. Wenn ich alleine fahre, bin ich immer pünktlich. Manchmal musst du dich auf andere verlassen, weißt du? E-Scooter oder Bus fahren? Wer war das? Wer war das? Ich weiß sogar, wer das war. E-Scooter oder Bus fahren? E-Scooter oder Bus fahren? E-Scooter. Ketchup oder Mayo? Keins von beiden. Boah, ey, sag mal, jetzt ernsthaft, eine Pommes ohne alles? Ich würde dafür meinen Joker nehmen, um nicht zu antworten. Bei der Ketchup oder Mayo? Ja. Ey, komm, also, lock mir den Joker. Wenn ein Stück Ketchup oder ein bisschen Ketchup oder Mayo auf meinen Pommes ist, ich esse es nicht. Also, sorry, das macht keinen Sinn, aber okay, gut. Also, wir loggen den Joker ein. Joker. Meine Frage, Ketchup oder Mayo, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, okay. Wenn du auf Auswärtsfahrt bist, lieber Einzelzimmer oder lieber ein Doppelzimmer mit Lothar? Früher hatte ich ein Doppelzimmer mit Lothar hin und wieder mal. Hier beim VfL zu unserer Zweitliga-Zeit. Aber jetzt natürlich lieber Einzelzimmer. Thema Musik, Rollo. Schlager oder Rock? Ganz klar Rock. Doro Pesch oder Nina Hagen? Nina Hagen. AC/DC oder Scorpions? AC/DC. Headbang oder Luftgitarre? Dann eher Luftgitarre, aber mit meinen Haaren bringt das nichts mehr mit Headbang. Sommer oder Winter? Ganz klar Sommer. Aber wenn du mal Ski fährst, Langlauf oder Abfahrt? Oh, die Insider kennen das ja. Oh ja, es war eine Tour mit Frank Hagelsdorf und ich glaube, ihr Afrikaner, ihr seid immer unten angekommen. Ne? Erstmal unten angekommen, während die anderen schon eine Stunde Pause gemacht haben. Erstmal schöne Grüße an Rollo, danke, dass du mitgemacht hast und dass du immer noch bei uns warst. Das war, ja, boah, die 4 Stunden oder sag mal so die 10 Kilometer war schon hart. Aber Rollo war immer mit uns dabei und ja, weil du kennst ja Afrikaner. Brasilianer, wir haben da ein bisschen Probleme gehabt und deswegen danke Rollo nochmal. Ja. Aber wir brauchen eine Entscheidung, Adi. Also Langlauf oder Abfahrt? Langlauf, ganz klar. Ganz klar. Nackenklatscher oder Knackwatschern? Ja, das Wort hat noch nie jemand gehört hier, Knackwatschen, aber ich bleib bei Knackwatschen. Okay, dann, also da ja wir, wie gesagt, wir Norddeutschen, wir kennen ja nicht jedes einzelne kleine Slangwort aus Österreich. Was ist eine Knackwatschen? Wie sagt man das in Deutsch? Eine Backpfeife? Nackenschelle. Achso, Nackenschelle. Ja, ah, so. Okay, gut, okay. Weil letztens mal, Janik hat mir mal so eine zum Spaß gegeben, dann habe ich so gesagt, was gibst du mir, eine Knackwatschen? Ich habe mir gedacht, das ist Deutsch, aber dabei, die haben das gar nicht verstanden. Muss nur ein bisschen beibringen. So, da merken wir, Österreich ist kein Deutsch. Gutes Samantha-Stände, das ist geil. Unsichtbar sein oder fliegen können. Finde ich übrigens eine überragende letzte Frage, muss ich ganz klar sagen. Besser kann man das Ding eigentlich gar nicht abschließen. Das ist echt perfekt gewesen. Junge, das geht runter wie Öl. Und ich muss ehrlich sagen, ich entscheide mich ganz klar für Fliegen, weil es nichts Schöneres gibt, als relativ schnell dann auch immer wieder bei der Familie zu sein. Und muss ich dieses Fliegen nehmen, auch wenn Unsichtbar auch was Tolles hat, aber ich nehme ganz klar das Fliegen. Ich nehme fliegen können, glaube ich, weil, ja, das ist schon krass, das ist, glaube ich, gut. Ich nehme fliegen. Fliegen können. Ja, Mann! Fliegen können. Fliegen können. Fliegen können. Unsichtbar sein. Das ist in meinen Augen natürlich komplett die falsche Antwort. Also bitte ich um eine Begründung. Warum möchtest du unsichtbar sein und nicht lieber fliegen können, Charles? Das kann ich leider nicht beantworten. Ja, du bist echt immer für fliegen können, ne? Ich würde auch sehr, sehr gerne fliegen. Ich finde aber auch wirklich, dass unsichtbar sein echt was für sich hat. So würde man mal hören, was manche Leute so hinterm Rücken über einen reden. Und das fände ich auch sehr, sehr interessant, aber beim Drüberfliegen würde ich wahrscheinlich auch einiges mitbekommen und wenn ich mich dann sehr, sehr leise fortbewege, dann nehme ich das Fliegen. Fliegen können. Ja, die einzig richtige Antwort in meinen Augen, ja. Und damit sind wir durch. Mit Lila oder Weiß. Hat Spaß gemacht oder bin froh, dass es vorbei ist? Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss!